Hey zusammen! Okay, falsche Begrüßung. Was geht ab, ihr Zeost hier? Heute mal müsst ihr nicht meine hässliche Fresse ertragen, denn dieses Mal werde ich lieber dieses wunderschöne Ding hier auspacken. Und ja, erstmal ein ganz großes Dankeschön natürlich an The G-Lab. Hieß Tellurium. Das heißt deswegen das, weil das das Material ist, aus dem es besteht. Hier unten haben wir so ein kleines Icon, da steht drauf, wird eben, also das Periodensystem. Man kennt es hier, die Ordnungszahl, glaube ich, war das da, oder? Also 52... Neutronen und Protonen sind da drinnen und das sind die Elektronenanzahl. Ich habe keinen Bock drauf. Fast Response Membrane. 26 Anti-Ghost Keys. Also scheinbar können wir da 26 Anti-Ghost Keys einstellen. 12 Multimedia Shortcuts. Nice. Programm up to 18 Makros. Nice. Magnetische Virus-Stress. Ja, ist alles supi. Aber eben, was ich sehr geil finde, das Ganze soll beleuchtet sein in allen möglichen Farben. Von Rot, Grün, Blau, Gelb, ins Lila, blaue Farben da rein. Genau, das hier ist die Rückseite. Wir gucken uns gleich mal an. Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir einmal Windows-Lock-Funktion. Interessant. Ja, genau, ganz normal zum Robot umlaufen. Wir haben diese Matte halt eben. Und die ist magnetisch, oder was? Das sehen wir jetzt gleich. Oh, Volume ist auch dabei. Das ist natürlich immer praktisch. Das finde ich mich voll nervig, wenn man das mit dem Rechner machen muss. Ich würde sagen, tun nicht lange rum, sondern packen es einfach aus, bevor ich jetzt hier... Okay, wir machen weiter. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Das hier wird die Magnetschiene sein. Ich mache die mal auf. So, hier ist das gute Stück. Und? Ja, die hat so eine leicht matte Oberfläche. Finde ich eigentlich ziemlich stylisch. Ich leg's mal beiseite an der Stelle. Denn jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Was haben wir hier drinnen? Oh, eine Packungsbeilage! So, ich tue das hier mal ganz kurz weg hier, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Nein, Kabel, nein! Ja gut, hier steht alles drinnen, was macht. Aber ich glaube, jeder von euch kann eine Tastatur bedienen. So, ich mach mal das Ganze auf. Oh, oh, ich glaube, ich weiß es, warum Magnet. Man steckt es eben nicht zusammen. Das Ganze ist magnetisch dran hier. Kannst du mal so demonstrieren? Genau, zack, ist es dran. Hohoho, die Wunder der Wissenschaft. Okay, und genau, hier haben wir ein ziemlich langes Kabel. Das sollte eigentlich auch ausreichen. Das sind ungefähr 1,5 Meter. Das hier ist dieser leiser, lauter Button. Und den dreht man einfach nach laut und leise. Also nichts mit Tasten gedrückt halten und so, wo das dann so zeitverzögert reagiert erst so. So, du machst hier gleich laut und leise. Das ist... ziemlich nice. Ich teste gleich mal das Geräusch jetzt hier. Bisschen PC-ASMR an der Stelle. Okay, was jetzt aber wichtig ist und was wir bestimmt alle sehen wollen, ist die Beleuchtung. Diese kann man am Rechner sehr gut programmieren. Man kann einmal eben die ganzen verschiedenen Color-Effekte auswählen und eben auch die Geschwindigkeit. Es gibt auch Custom-Mode, da kann man wirklich die Farben auch komplett selber einstellen, wie man sie gerne haben möchte und so. Ich fand es die Wellenform persönlich irgendwie am coolsten, allerdings nicht ganz so schnell. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich habe mal ein paar Aufnahmen gemacht, das finde ich irgendwie super geil. Ich hatte oft Tastaturen, die so beleuchtet waren, aber nie halt welche, wo man das so genau einstellen kann. Ist nice, wenn es ein bisschen flackert, dann keine Sorge, das liegt nicht daran, dass die Tastatur flackert oder so, das ist immer die Kamera, die hat manchmal Probleme, wenn Licht reinscheint und so. Also die flackert wirklich kein bisschen, keine Sorge. Des Weiteren kann man auch gewisse Hotkeys einstellen, dass man eben sagt so, hey, drücke ich die Taste G1, dann öffnet sich der Webbrowser oder ich mute das Mikro oder ich öffne meine E-Mails. Ich persönlich fand es auch ziemlich einfach zu programmieren und ich bin jetzt auch kein großer PC-Crack oder so, also das bekommt ihr schon hin, ganz ehrlich. Und bevor jetzt alle fragen, wo zum Geier kann man das kaufen, das gibt's natürlich bei The G-Lab. Ich hab's auf alle Fälle mal in die Videobeschreibung gepackt und auch in den Kommentaren angepinnt. Ich guck auch mal, dass ich so einen Rabattcode für euch bekomme. Obwohl diese Tastatur jetzt 40 Euro kostet, was eigentlich für die ganzen Funktionen und was man alles programmieren kann, echt gut ist. Aber hier geht nochmal ein ganz großes Dankeschön raus an The G-Lab. Ist echt super geil, dass ihr das mir zugeschickt habt. Hat mich sehr gefreut. Ich habe eh zufälligerweise gerade eine neue Tastatur gebraucht, weil die alte, da war die Leertaste schon ein bisschen kaputt und so. Aber jetzt würde ich sagen, testen wir gleich mal die Tastatur und am besten mit Overwatch. So, und wir spielen eine Runde Überraschungshelden. Ist einfach der coolste Modus, weil man da ein bisschen Abwechslung hat und so. Wer den Modus nicht kennt, ist es so, dass man halt eben immer, wenn man stirbt, einen neuen Helden bekommt. Und ich bekomme jetzt... Mercy. Oh Gott, na klasse. Ich bin mit Mercy jetzt nicht so gut, also ich bin... Wie hab ich das gemacht? Egal. So. Wo bleiben die denn, oh Mann? Okay, es geht los und die... Meine ist noch gar nicht da. Ich schau mal, dass sie zu lange... Okay, ich muss weg. Okay. Mann, das hat, oh Gott, sind die ja endlich mal. So, jetzt schauen wir mal. Das wird die gut wegbekommen. Gut reinhallen. Ich guck mal, dass ich ein bisschen mal hinten bleibe und nicht vorne, weil sonst wäre ich noch weggenommen einfach. Also, als Mercy wird man ganz gern gefokust. Einfach, man muss eigentlich nur gucken, dass man durchgehend über... Alter. Dass man durchgehend überlebt hier. Also, ich halte einfach mal, was geht. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Die Änner da drin. Gut, wir haben zwei Änners an sich.
schieße mal ein bisschen mit jetzt hier, weil wir brauchen gar nicht so viel Heilung eigentlich. Ich glaube, wir haben viel zu viel Heilung gerade eigentlich gerade im Team. Okay, ich schieße noch ein bisschen rein. Ja. Ja, gut, haben wir gerade viele Picks. Okay, das passt. Das müssten wir haben erst einmal. 4 Minuten müssen wir uns hier noch halten. Die dürfen nicht reinkommen an die Fracht. Also ich hoffe, ihr kennt Overwatch so ein bisschen, wie es funktioniert. Wir müssen die Gegner weghalten. Alle Helden haben eigene Fähigkeiten. Und ich bin gerade nur am Heilen. Also ich muss es gerade alle nur heilen. Ich kann ein bisschen mitschießen. Aber toll, jetzt teilen die sich alle wie Sau auf. Dann bleibe ich mal hier zwischen beide Fronten und schaue, dass ich immer hier so ein bisschen mitheile. Aber eigentlich haben die ja genügend Heilung. Das sollte nicht das Problem sein. Aber gerade die Tanks muss ich oben halten. Das ist ganz wichtig. Okay, da ist eine Diva. Schieß mal so ein bisschen mit hier. Ja, okay, scheiß drauf. Oh, die sind kritisch auf oben. Schauen wir uns da auch ein bisschen mithelfe. Okay, das müsste ich schon haben. Risa wieder ein bisschen. Okay. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Guck mal her. Oh! Okay, okay, oh, ich sollte hier raus, sonst werde ich noch weggesniped. So. Bisschen Heilung hier. Okay, ich ulte. Ich ulte einfach eigentlich immer bei Überraschungshelden sofort, weil man kriegt eigentlich selten Ult voll, wenn man stirbt, ist nicht alles wieder weg. Aber ich muss sagen, die Ult, die funzt auch gerade richtig nice. Ich damage booste gerade alle. Und wir haben wieder alles gut erobert. Genau. Ja, schön. Okay. Ja. Schauen wir mal. Okay, die sind kritisch da oben. Komme ich da hoch? Ich glaube eher nicht, ne? Okay, ist eh tot. Alter, ich bin fast tot. Oh Gott, oh Gott. Okay, da ist immer nur Tracer. Okay, weg hier. Die will mich holen. Weg hier. Okay. So, ich bleib erstmal hier. Oh Gott, oh Gott. Also die Tracer, die hätte mich locker jetzt rausgeholt. Das war, glaube ich, gar nicht schlecht, dass ich mich verpisst habe. So, weiter heilen. Okay, jetzt muss ich am besten wieder hier raus. Ich glaube, es muss schon wieder Gefahr gebannt sein. Eigentlich will ich nicht so weit vorne drin stehen, da habe ich keinen Bock drauf. Ist nach so dumm aufgeteilt. Die Tracer ist immer noch da. Ich höre sie immer noch. Eieieiei. Gut, wir leben alle noch. Das muss schon passen. Die Orisa ist wieder angeschwächt. Ich halte sie wieder voll. Das habe ich meine Ult voll. Nice, 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 nice. Und die May, die da oben, die nervt mich richtig. Kann die nicht unten bleiben bei uns? Eieiei. Okay. Aber ich halte ganz schön lang durch mit der Mercy hier. Echt gut dabei hier. Und ich habe bald schon wieder Ult voll. Oh, sieht mal. Moment. So, was bin ich oben in der Luft. Ui. Oh Gott. Ah, okay, Kaktus. Ich hänge an Kaktus fest. So. Alles schön brav heilen. Okay, oh Gott, oh Gott. Kriege ich dich noch? Ulte mal. Okay, ich wiederbelebe. Nein. So, okay. Oh Mann, mein Rest ist abgebrochen. Kann ich den heilen? Okay, ich sollte hier raus. Ich muss hier raus. Ich gehe raus. Okay, der Affe hat mich. Ich wehre mich mal ein bisschen. Ja, das war nicht so geil. Egal, aber ich habe lange durchgehalten. Sombra, okay, ja. Ich mag sie nicht so. Ich weiß schon, ich muss halt die Mekits hacken, weil damit die halt alle die Gegner nicht bekommen. Und ich am besten hacke ich die Heiler zuerst und nehme die einzeln raus. Aber irgendwie, ich bin mit der einfach zu schlecht. Da habe ich vielleicht das Aiming nicht dafür, ich weiß es nicht. Ah, okay, Affe ist schon tot. Also ich werde mal gucken, dass ich mit der ein bisschen aggressiver spiele. Oh Gott, ey, wo sind die ganzen Gegner? So, dass ich hier jetzt ein bisschen die Diva. Okay, nee, ich einfach drauf jetzt kommen. Ja, dass ich einfach so viel Schaden wie möglich mache, weil ich mache mit ihr einfach meistens zu wenig Schaden. Krieg ich den? Okay, haut ab. Nee. Ja. Okay, charge dir. Ah, super. Bin gehackt. Okay, okay. Alles gut, alles gut. Ja, man merkt schon, ich bin der ein bisschen auf Nahkampf so, also unsichtbar machen und hinten reinschießen. Okay, alle gebabbelt wieder, so ein Scheiß. Ich würde gerne das Mädchen rechts von mir mal hacken, damit ich, damit die es nicht haben nehmen. Oh! Okay, wo kamen denn die denn jetzt her? Okay, alles klar. Reaper ist viel geiler, muss ich sagen, weil mit dem kann man einfach ganz schnell wieder ins Geschehen zurück, durch die Teleportation und durch das, Faden da. Also dieses Ghost-Modus gehen, wie heißt das nochmal, egal. Man kann von oben schön reinspringen und versuchen Schaden zu machen. Okay, das war jetzt nicht so nice. Bleib mal in Deckung hier. Ich hab schon... Oh, weniger als die Hälfte Energie. Über 20 gerade mal. So. Nimm mich raus. Okay. Schön, 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 schön. Ich glaube, ich gehe mal High Ground. Ich
ja eh, das oben ist eh eine Diva, Moment. Schiebt die mich wieder runter und ich bin saugeschwächt. Alles gut. Jo. Okay, jetzt gehe ich. Jetzt gehe ich aber wieder High. Ah, okay, High Ground hoch mit mir. Schau ich mal, dass ich... Alter, überall ist wer. Ich will gerade eigentlich mal von oben runterspringen auf die Gegner. Die sind aber alle oben jetzt. Die spielen gar nicht schlecht. Dann will ich mein Schild kaputt hier. Das ist besser als nix. Okay. So, jetzt aber High Ground, komm. Ja, Diva verpisst sich. Okay, jetzt komm. Und los. Ich treffe wieder gar nichts in den Wahnsinn hier. Jo, oh, Affe. Wo ist er? Okay, hab ihn. Ja gut, eigentlich anderen ihr. Okay. Perfekt. Du wolltest mich eh hauen, aber... So, jetzt, komm. Einmal sammeln. Minute haben wir noch. Müssen wir es noch halten. Ich gehe mal hier hoch und warte auf die Gegner. Dann... Hallo, was machst denn du da? Geh weg da, Schied, lauf raus! Was wollt ihr denn da machen? Wollt ihr einen Text schreiben? Okay, die war ult, aber ich glaube, ich bin eh in Sicherheit. Das müsste passen. Reinhard. Ich habe eh gleich ult voll. Muss mal schauen, dass ich da jetzt dann runterspringe, ein bisschen Schaden mache und dann alle weg ulte. Okay, spring runter, scheiß drauf jetzt. Geht der weg? Das, oh, Reinhard. Reinhard weg. Okay, scheiß drauf, ich ulte. Nee, nee, nee. Oh. Das war dumm. Ich hätte erst näher rangehen sollen an die. Das war echt bescheuert. Aber ich glaube... Okay, ich gehe nochmal rein mit McCree. Ich glaube aber, ich habe es eh schon geschafft, oder? 10 Sekunden noch. 2 Picks haben wir sogar wieder. Kann einer Fracht bisher? Kommt noch einer ran? Nee. Nee, okay. Ja, das war doch ziemlich gut, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, keine Ahnung. Es war so ein bisschen unbefriedigendes Match. Ich habe jetzt nicht so viel gemacht, aber ja, passt schon. Okay. Wollen wir nicht meckern, oder? War schon in Ordnung. Genau, aber Tastatur habt ihr gesehen. Ist ein nices Ding. Könnt ihr gerne noch abchecken, wie gesagt. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und genau, soll ich euch auch mal Reviews machen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Hätte ich voll Bock drauf eigentlich. Mehr auspacken. Macht echt Spaß. Ich liebe es, aber Sachen auszupacken. Genau, das war's dann. Wenn es wieder heißt, CEO spielt ganz schlecht Overwatch, lasst eine Bewertung da, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Juhu.